Hallöchen, hier sind wir wieder bei Garderoboto. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind schon, ja, sind schon ganz gut weit gekommen. Was sagt denn die Anzahl? 10 und 8 haben wir. Und uns fehlen noch ein paar Upgrades, aber es sieht ja sonst eigentlich alles ganz geil aus hier. Uns fehlt halt nur noch das Labor. Also die Katze ganze Arbeit erlegen, ja. Das Ganze geht auf die Katze. Es gibt noch eine Sache, die hier die ganze Zeit wundert. Wollte mich hier nochmal im Nexus umsehen und während ich hier noch ein bisschen rumgelaufen bin und ich bin ja die ganze so zwischen den Folgen bis auf Easter Egg Jagd gewesen, jetzt gerade halt nochmal ein bisschen Zeit, glaube ich, war ja auf dem Landeplatz, habe ich jetzt aber nichts gefunden, da war ja alles voll und ich, soweit ich das sehen konnte, war ja auch nichts weiter gewesen, aber eine Sache, die mich echt wundert und ich glaube, ich bin auf einer guten Spur, ist, dass ich diese Textur hier oben, die habe ich nicht nochmal gesehen hier, das hier. Und ich frage mich, ob man das irgendwie kaputt machen kann oder sonst was, ob man da irgendwie was mit machen kann. Deshalb war ich hier die ganze Zeit überlegt. Biel? Biel? Baby? Oh, oh, ich glaube, ich bin was auf der Spur. Okay, erstmal gucken, was hier ist. Oh mein Gott, ich... Oh mein Gott, jetzt nicht im Ernst, oder? Hier sieht man ein bisschen Wasser. Auf der linken... Okay, okay, okay. Okay, jetzt ist die Frage, aber... Nein, da komme ich nicht hoch. Ah, ich brauche dafür noch ein Upgrade. Das merke ich mir, das merke ich mir, das merke ich mir, das merke ich mir. Ich glaube, ich habe was gefunden. Ich glaube, ich habe was gefunden. Ich glaube, ich habe was gefunden. Geil, geil. Okay, alles klar. Also, eine Sache, die auch aufhört, ich benutze irgendwie... Oh, ich bin auch so irgendwie auf den Knopf gegangen. Ich benutze nicht so oft, wie ich es gerne hätte, den Dash. Aber momentan brauche ich den auch noch nicht. Aber ich benutze ihn echt leider nicht so oft. Und das ist manchmal ein bisschen schade, aber ich finde ihn zum Teil schon fast ein bisschen zu weit. Aber naja, man kann mit ihm einfach durch Gegner durchdashen. Auf jeden Fall sollte ich ihn... Ich sollte ihn auf jeden Fall mehr einsetzen und das tue ich leider momentan nicht. Das ist ein bisschen schade. So. Was ich aber machen kann ist, ist hier jetzt die Route nochmal abgehen, wo es eigentlich relativ heiß ist. Und in die Lüftungsschächte zu gehen, wie wir ja letzte Folge erfahren haben... Ist es dort relativ eng und deshalb werden wir uns da die meiste Zeit nur im Katzenmodus durch die Gegend bewegen. Also gehen wir da nochmal hin und geben da unser Bestes. Mehr ist da anscheinend nicht drin. Jetzt bin ich mal gespannt, ob vielleicht das ganze Level so sein wird. Das wäre schon fast ein bisschen komisch, aber wir haben ja eben die Anfänge gesehen und wir haben gleich erst mal zwei Schächte vor uns gehabt. Naja, ich bin gespannt. Erstmal schauen. Gehen wir jetzt mal hier rechts lang. Rechts war, glaube ich, nicht ganz gut. Ich glaube, ich sage, ich lasse ja die Wurst, wo ich lang gehe. Mal gucken, was uns der Weg so alles zeigt. Es ist hier wirklich alles relativ eng. Ich kann nicht so viel machen. Eieiei, da muss ich ja so ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht außersehen gefressen werde. Ja, aber gut, das ist jetzt also so ein Level. Und hier sind viele Speicherplätze. Okay, aber man kann dem Spiel sagen, was man will. Es versucht die Sachen hier spannend... Es versucht die Sachen hier spannend zu halten, auf jeden Fall. Und als Katze ist man ja nun wirklich extrem labil. Ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass ich hier jetzt einige Male auf die Nase fallen werde. Schauen wir mal, was uns noch hier so geboten wird. Ja, das ist jetzt sehr viel Parcours laufen. Sehr viel einfach wissen, was zu tun ist. Und hoffentlich nicht auf die Nase fallen. Ein bisschen aufpassen bei den Kernen. Weil die Schüsse gehen in alle Richtungen, da warte ich mal lieber ab. Sollte man jetzt nicht unbedingt riskieren, da ist der Schuss noch... Ich brauche auf den Knopf drücken. Hey Kiki, hör mal. Siehst du dieses... tut mir leid, Kätzchen. Ich helfe wohl einfach gern. Sieht so aus, als ob du das alleine schaffst. Ich bin so stolz. Ende und aus. Ja, er wird irgendwie gar nicht mehr so doll gebraucht. Die Katze macht das ganz gut. Warum auch immer die Katze das alles ganz gut macht. Na gut, der Schalter war auf jeden Fall nötig. Wofür auch immer. Irgendwas haben wir ihn gebraucht. Und uns den Arsch aufzureißen. Juhu! Ja, irgendwie so. Oh Mann, das ist ein ganz schöner Trip. Ja, das ist... Das Spiel bestraft halt schon ganz schön doll. Ich hoffe mal, das ist für den Dampf da hinten, dass das weggeht. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen, weil... Das andere ist es auf jeden Fall nicht. Also wir haben ja gesehen, da bleibt einfach eine Wand. Ja, und der speichert das auch nicht. Also gehe ich mal ganz stark davon aus, das ist jetzt der richtige Weg hier.
Und ich muss auf jeden Fall auf die Stachel da aufpassen, dass ich da nicht reinspringe. Nicht mit dem Arsch lang rutschen, einfach hier runter. Gut ist. Und dann ist auch keine Luft mehr. Okay. Gut. Oh, vielleicht hätte ich nochmal abspeichern sollen, wa? Ach, egal. So. Ach, egal. Ich mach einfach mit. So. Was haben wir hier? Bohrermann. Gut. Bohrermann, das, du musst jetzt mir eine Route bohren. Ich muss mal überlegen, was mir da am angenehmsten ist. Aber, ja. Gut. Du machst das schon. Du bohrst hier lang. Und dann würde ich dich darum bitten. Ja, genau. Guck mal das hier. Okay, weil ich will ja nicht nur da unten lang, ich will ja gerne auch hier alles sehen. Und der Bohrermann macht das hier schon ganz gut. Genau, sehr schön machst du das. So, und jetzt lässt du mich einfach vorbei. Und die Sache ist geregelt. So, und da gibt es noch einmal Leben. Leben I need, Leben I want. Yeah, I have Leben for Katze now. Leben Katze, hat sie Leben. Leben for the Katze. Bitte lass mich nicht sterben, weil das wäre nicht gut. Okay. Wenigstens darf ich dort bei dem Health Kit wieder weitermachen. Das ist nett. Das war ja übel. Okay, der Herr ist anstrengender, als ich dachte. Whee! Ja gut. Dann hoffe ich mal, dass ich hier schnell wegkomme. Boah! Alter! Oh, warte mal, so, ja, super Turbo Speed! Free Bike G1 Attacke! Und dann war es das gewesen. Das originale Free Bike aus EDF5. Das hat er benutzt. Nee, nee, da will ich das nicht. Alter Schwede, dreht der am Rad, ne? Wie gefährlich der ist dann. So, tschüss, nee, du bohrst mich nicht mehr an. Gott, bist du gefährlich. Stell dir mal vor, wir hätten uns das Health Kit nicht geholt. Das hätte ja richtig. Das hätte ja was an Arbeit gemacht. Ja, ja. So. Das kann das Spiel auch wieder ein bisschen abdrehen, weil wir haben ja. Oh mein Gott. Ich verzichte. Aber ich glaube, da ist auch noch ein Geheimnis unten, weil mich einfach so durchsprinten lassen, das kann ich mir nicht vorstellen. Lass mal gucken. Oh mein Gott. Nein! Ja, wir müssen ja eh lang. Ja gut. Dann gehen die Bomben halt einfach nicht hoch und gut ist die Sache. Tschüss. Die sind kein Hindernis. Wenn wir sie nicht zu Hindernissen machen. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Ja, speicher den Kram. Tschüss. Ja. Also so als Katze allein unterwegs sein, das ist schon heftig. Das ist gar nicht mal so einfach. Katze explodiert. Kugelfische freuen sich. Die haben halt den Öreg-Faktor auf ihrer Seite. Mal sehen. Vielleicht diesmal ein bisschen angenehmer. Ja, einfach dazwischen durch. Gut ist die Sache. Boah, aber die ganze Zeit nicht getroffen werden, das ist ja auch eine Sache für sich. Also da denkt ihr so, ja, ich krieg die ganzen geilen Upgrades. Und da passiert sowas. Da habt ihr gar nichts mehr von euren geilen Upgrades. Oh mein Gott, die Hitboxen sind sehr generös. Muss mir da keine Angst machen. Speichern! Und weiter geht der Kram hier. 1, 2, 3, oh. Nicht zu schnell explodieren. Dankeschön. Spring rein. Dankeschön. Okay. Einfach schnell durch. Gar nicht zu viel drüber nachdenken. Das macht die Lage nur noch schlimmer. So. Wie sieht's denn aus? Da darf ich nicht lang. Aber hier darf ich lang. Hier ist ein Speicherpunkt. Oh, boah, das ist aber ganz schön Haare zerstreuen und die Maus ist auch da. Okay. Von mir aus, Maus. Anscheinend ist das deine Zeit jetzt, mir mit der Stachelwand auf den Sack zu gehen. Anscheinend findest du das echt cool. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Nein. Die Maus ist echt gnadenlos, ey. Das Video ist eine Level vom Gameboy, von dem Power Rangers Spiel. Wenn man ein bisschen Power Rangers von dem Film, der zweite, von dem einen Film. Da kommt da auch das eine komische Viech, was halt die ganze hinten verfolgt. Und man muss immer die komische Combo machen bei Treten und Schlagen. Weil sonst schafft man es nicht. Und dann läuft diese dumme Musik und ich habe das Level nie geschafft, nie. Warum sind wir eigentlich schon wieder bei Gameboy? Mein Gott, echt. Das geht schneller als erwartet. So, diesmal ganz entspannt. Dann wird es auch nicht so schlimm. Okay. 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 Eieiei, da kommt er aber relativ schnell angedüst, ne? So, komm, Bora, braucht deine Hilfe. Dankeschön dafür. Dann hier oben lang. Dann schauen, wie man das macht. Ja? Oh Gott, ey, ich will nicht zurückgehen. Alter, ist das hier schnell. Da muss man sich aber ganz schön beeilen hier bei der ganzen Situation hier. Uiuiui. Okay. Alles klar? Alter, das ist ein Parcours hier. Dankeschön dafür. Oh mein Gott. Auch gar keine Gnade, wa? Oh. Da muss man aber ganz schön flott sein. Tschüss.
War's das? Ich hoffe mal. Maus hat sich abgeregt. Gott sei Dank. Hier kommt man nicht lang. Dann gehe ich hier lang und speichere ab. Ja! Weil ich so verdammte Maus, ey. Das ist die Hölle. Ja, jetzt gibt's Rache. Jetzt gibt's Rache. Jetzt kommt das, was ihr euch die ganze Zeit verdient habt. Nämlich Rache. Also das habt ihr euch nicht verdient, aber ich habe mir verdient, bei euch Rache auszuüben. Tschüss. Ah, oh, herrlich. Noch mehr. Jetzt kommt auf einmal das Superduell hier. Bin ich gerade Richtung Maus unterwegs, das wäre herrlich. Einfach nur Maus abschlachten gehen. Ja, guck mal, man kann da durchdashen. Wird gezeigt. Aber will ich da lang? Weiß es nicht. Ich meine, die Arenen, die resetten sich ja nicht. Dann kann ich nochmal auf die andere Seite gucken gehen. Was ist denn hier? Gar nichts. Obwohl da, das Ding will ich mit mir reden. Der Knopf. Was ist das? Laborlogbuch von Dr. Heinig, Tag 642. Fehlerhaft ist eine gemeine Wortwahl. Doch Barclays Gesundheitszustand verschlechtert sich in der Tat. Das arme Ding, so etwas habe ich noch nie gesehen. Er muss irgendwas stark krebserregendes. Er muss etwas stark krebserregendem ausgesetzt gewesen sein, so ist der Satz. Was diese Idioten vom Sicherheitspersonal wohl mit ihm angestellt haben. Ich will nicht, dass er stirbt. Er ist mein einziger Freund. Doch mir gehen die Ideen und die Medizin aus. Das Sicherheitspersonal schöpft Verdacht. Ich habe eine Idee. Sie wird vermutlich fehlschlagen. Als du dich erinnerst, in früheren Experimenten habe ich das Bewusstsein einer Ratte mit dem Körper eines Frosches gekoppelt. Meine Assistentin Dr. Rebecca Brown hat ihre Abscheu gegenüber diesem Projekt geäußert. Vermutlich hat ihre Allergie gegen diese Amphibien liegt. Ich wollte dieses Experiment dahinter ja nicht wiederholen. Wenn ich es könnte, es könnte klappen. Clef, Clef. Guter Junge. Clef. Seufz. Ich werde dir helfen, Barclef. Naja. Er hat auch sein Tier, an das er glaubt. Und hier kriegen wir ein Upgrade. Kiki hat ein Kanonenmodul erhalten. Kiki, du hast das Kanonenmodul. Oh, das Modul macht deinen normalen Schuss deutlich stärker. Yoshi. Feuer frei, Kiki. Jo, jetzt geht's los. Miau, miau. Jetzt können wir richtig fahren. Ha, du wirst ganz schön beeindruckend, Kiki. Du wirst ganz schön beeindruckend. Irgendwie war das wahrscheinlich ein Wortwitz, der nicht gut übernommen wurde. Miau. Ende und aus. Ja, wir haben jetzt einen guten Schuss. Es sei auch wie bei Metal, dass man die Sachen ausschalten kann. Nee. Man nimmt einfach das, was man hat. Aber jetzt Kanone statt der Pistole. Ja, die tut natürlich jetzt wahrscheinlich um einiges mehr weh. Das kann man auch schon mal abspeichern, den Fortschritt. Weiter geht's. So. Da oben kam ich nicht lang. Da war ja noch Pustekuchen gewesen. Pustekuchen ist nicht gut. Und, tja. Werden wir wahrscheinlich jetzt den Schalter drücken müssen und dann können wir den Fahrstuhl runterfahren. Ja. Yep. Ich hoffe, es wird alles gut. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. Das war nochmal knapp geworden. Dankeschön dafür. Ab in den Katzenmodus. Und der Schuss ist wirklich ganz gut jetzt. Ja, alle müssen weg. Alle Gegner weg. Und jetzt sind wir weiter. Also das Spiel wird an manchen Stellen doch ganz schön herausfordernd. Ich fand das gerade mit der Maus fand ich schon ziemlich heftig. Aber Leute, die sowas nicht so gut werden und vielleicht auch nicht so eine gute harte Hand-Augen-Koordination haben. Vielleicht bin ich auch einfach nur alt. Die könnten da vielleicht schon langsam Probleme kriegen. Ah, nee, bei Gaming wirst du nie alt, wenn du dran bleibst, ich sag's euch. Da kannst du immer weitermachen, den Kram. Ich kann's immer weitermachen. Von daher. Passt schon. Perfekt. Los. Was willst du mir noch entgegenstellen, Spiel? Ja, da könnte ich auch lang. Aber anscheinend soll hier da unten. Kein Ding, ich nimm's dir nicht übel, Spiel. Ich nehm den Weg, den du mir gibst. Tada. 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 Also ein unendlicher Gang, der nach unten geht. Ich habe vor kurzem gelernt, dass das Spiel hier wohl sich das Universum mit zwei anderen Spielen teilen soll. Ich glaube, es war Minit gewesen. Also Minit heißt es. Es ist ja ein Anspiel auf Minute. Und mit Downwell soll es anscheinend dasselbe Universum teilen. Aber es ist wohl so, dass diese Spiele 1000 Jahre zueinander zurückliegen. Das ist wirklich sehr merkwürdig zumindest, sagen wir mal so. Warum ist hier jetzt so ein Speicherstand ganz am Ende der Welt? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich glaube, wir haben die Lüftung jetzt einfach nur ausgemacht. Bin mir nicht ganz sicher. Oder Lüftung angemacht anscheinend. Von mir aus.
Naja, wenn sie läuft, ist ja gut. Das ist ja eigentlich irgendwo das, was wir wollen. Aber ich will nicht die Lüftung an den falschen Stellen haben. Okay. Okay. Anscheinend Sachen kaputt lasern. Ja, können wir machen. Gut gemacht, Katze. Du hast einen Laser benutzt, um alles kaputt zu ballern. Ich bin sehr stolz auf dich. Das ist ja Wahnsinn, was du alles hinkriegst. So eine tolle Katze. Kiki. So ist dein Name. Sollte dich nicht immer nur Katze nennen. Aber, ey, wie bist du auch einfach eine Katze? Ne? Also ich weiß nicht, wie verkehrt das ist. Jetzt kriegen wir nochmal die Kanone auf jeden Fall beigebracht. Einmal abspeichern. Ah, da war wenigstens mal ein kurzer Teil gewesen, wo wir mal mit unserem Anzug unterwegs waren. Ja. Ich glaube, schneller kann man nicht sterben. Also viel schneller kriege ich es nicht hin, bei diesem Kampf zu sterben. Doch spawnt das Ding einfach direkt vor mir. So, jetzt wird's spannend, ey. Werde ich es schaffen? Bup. Ja, anscheinend schon. Werde ich. Tschüss. Das war der heftigste Kampf gewesen. Oh mein Gott, es geht aber weiter. Bitte nicht über mir fallen lassen. Sehr nett. Ich frage mich, ob er die Bombe rein theoretisch über meiner Kanone fallen lassen kann oder ob ich dann einfach im Pushy bin. Aber wer weiß. Das sind sehr lange Gänge hier. Aber ich mag das. Das Spiel schafft es wirklich, in jeden Abschnitt so eine gewisse Abwechslung reinzubringen. Und natürlich kommt die Maus wieder. Miau? Es war anregend, deinen Fortschritt zu beobachten. Wer ist da? Das hast du noch nicht herausgefunden? Gary? Ich weiß nicht, was du bist, doch das endet jetzt. Kiki, mach diesen kleinen Freak platt. Miau. Ja, super Katze. Katze, bring dich um. Ja, denn ich bin Katze. Katze kriegt dich, ob du willst oder nicht. Katze wird immer weiter ballern, wenn es sein muss. Ja, denn ich bin Katze. Und ich schieße Katzendinge durch die Gegend. So schnell konnte ich nicht reagieren. Ich verstehe, was ich tun muss, aber das kam irgendwie gerade schneller als erwartet. Who's gonna dodge that? Nobody. Not the first time. You gotta know. Oh, this is going to be a vertical space shooter. And there's going to be an obstacle immediately in the front of it. Okay, alles klar, geht wieder. Ich muss aber immer. Ich muss also doch nochmal raus. Das ist ein guter Kampf. Man muss einfach nur ein bisschen timen. Also ein bisschen wissen, was man tut. Und man sollte es nicht zulassen, dass er den. Dass er den coolen Laser-Modus wechselt. Tut nämlich echt weh. Juhu! Juhu! Okay, Laser geht wieder. Darf wieder schießen. Ich darf wieder schießen. Los Maus, jetzt geht's wieder auf die Nase. Also dieser Laser-Modus, der wird mal ganz schön durch die Gegend gehetzt. Ah, naja. Der braucht schon sein Mech, wenn man so cool Kram machen kann. Oh je. Oh je. Das wird ja immer schneller, ey. Die geht ganz schön ab, ey. Okay, los geht's. Einmal weiter auf die Maus. Maus keine Chance lassen. Einfach weiter auf die Maus. Einfach weiter feuern. Was der mit Laser macht. Autschi! Mama, ihr müsst ja echt zufrieden mit euch sein. Genießt es, ihr Narren. Eure Zeit ist so gut wie um. Diese Kästchen erinnern mich an eine Legende. Was meinst du damit, Spinner? Ha, bald werdet ihr euren Platz kennen. Ihr beide. Kiki, das macht mir langsam Angst. Wir haben keine Wahl, als weiterzumachen. Viel Glück, Kätzchen. Ja, ist schon ein bisschen komisch. Aber immerhin darf ich aussuchen, ob ich nach links oder rechts gehen will. Ich nehme mal rechts. Weil sieht witzig aus. Scheint doch die richtige Richtung zu sein. Knopf. Okay. Alle Lüftungen sind frei. Rate mal, was das bedeutet. Wir sollten jetzt ins Labor gelangen. Melden wir uns beim Nexus-Rechner an und bringen das hier zu Ende. Müll. Gute Arbeit, Kiki. Ende und aus. Ja, Kiki kann langsam nicht mehr. Wir haben jetzt Fresh Air, haben jetzt auch noch. Lecker. Leckere frische Luft. Das kann man natürlich immer gut gebrauchen. Nehmen wir gerne mit. Und? Ich muss gar nicht so viel backtracken. Weiß es ehrlich gesagt nicht. Der Raum sah gerade für mich falsch aus. Ich dachte gerade, man kommt hier irgendwie nicht lang. Egal. Passt. Kommt mir doch sagen. Also, darf jetzt nur nicht zu besoffen spielen, dann ist alles okay. Zack, 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 zack. Ja, aber sehr straightforward das Gebiet gewesen. Da muss man jetzt nicht zu viel nachdenken, hatte ich das Gefühl. Ich würde nur gerne mit dem richtigen Anschwung hier hochkommen. Aber es ist gar nicht mehr so leicht, da richtig drauf zu landen. So, alles klar. Gut.
Jupp. Jo, jo, ja, 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 ja. Ja, 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 doch. Uiuiui, das ist jetzt doch nochmal ein bisschen knifflig hier, hier hochzukommen. Aber alles okay. Passt schon. So, jetzt haben wir einmal einen großen Kreis hier gemacht, kommen jetzt auf der anderen Seite wieder raus. Und sind somit, ja, somit eigentlich ganz durch. Kommen wir noch nicht runter. Aber wahrscheinlich komme ich da von der anderen Seite daran, ich verstehe schon. Das scheint ein mit sich gekoppelter Raum zu sein, da war ja unten noch ein Eingang. Das ist also Ausgang gewesen, was auch immer ihr präferiert. Und jetzt sollten wir die Möglichkeit haben, da lang zu kommen. Einmal speichern. Alles ist gut. Ich glaube, uns wird jetzt kein Wind mehr in die Richtung geschossen. Und die Maus ist ja auch nicht mehr hier. Stimmt, die Maus ist ja weg. Ach ja. Die schiebt da jetzt nicht mehr ihre Wand durch die Gegend. Zeit mal für ein neues Team, würde ich sagen. Kiki hat ein Kassettenmodul erhalten. Du hast die Palette Traube freigeschaltet. Oh, Lila. Wie schön. Aber bevor wir Lila nehmen, jetzt haben wir ja nochmal die Urinpalette erstmal. Dann müssen wir erst so mit der auskommen. Denke, das ist auch okay. Aber ein bisschen Urin. Urin. Das Wort Urin ist allein schon unangenehm. Ich sag nicht mehr Urin, okay? Das ist so ein Wort, das sagt man echt nicht oft. Das ist so ein Wort, das hört man in irgendeinem wissenschaftlichen Zusammenhang oder weil jemand über irgendwas ernst redet und dann vergisst man es auch ganz schnell wieder. Urin. Das sagt man nicht oft, Urin. Das ist schon ein komisches Wort, Urin. Ja, Schluss jetzt. Ist auf, dass du sagst. Es kommt ein YouTube-Algorithmus da wieder und sagt dir so, ja, ja, du kannst hier die ganze Zeit dieses böse Wort sagen. Dann sage ich, ja, okay, ich verstehe schon. Ich verstehe schon. So, jetzt ist der Wind aber überall aus. Ich sollte die Möglichkeiten haben, an die Stellen jetzt besser ranzukommen. Ich hoffe mal, dass es so sein wird. Ich habe da natürlich keine Garantie für. Ach, diese Farbpalette. Die ist auch echt krass. Dieses Blau auf Gelb, das hat auch einen krassen Kontrast auf jeden Fall. So. Gut, gut. Wird also in die Luft gesprengt. Hier komme ich immer noch nicht lang. Frage ist warum. Ich habe so das Gefühl, dass wir da rechts bei den 1 Safe hin müssen und dann kommen wir hier hinten wieder raus. Ich sehe euch gleich wieder, wenn ich da bei der anderen freien Stelle bei einem Safe Punkt da angekommen bin. So, hier sind wir. Gut. Hier darf ich mich jetzt verwandeln und kann hier auch mal gucken, was hier jetzt ist. Gut. Hier ist Ding. Das sind ein paar Fliegeteile. Kann man alle in die Luft sprengen. Alles nicht ganz so wild. Ja, und das war's dann auch schon, wa? Kann die andrehen hier. Das war's schon. So, kommen wahrscheinlich noch ein paar Arenen mehr. Sind einfach ein paar Arena-Kämpfe stattdessen hier. Oder auch nicht. Hier kann ich einfach so lang gehen. Eieiei, hier werde ich ganz nach oben und unten gedrückt. Jetzt sehe ich gerade erst, was hier passiert. Alles nicht ganz so wild. Wie so oft halt, man wird manchmal echt auf dem falschen Fuß erwischt. Und da passiert sowas, ne? Ja, ist ja lustig. Ach, wir sind hier. Bin jetzt hier drüben. Ja, das ist ein ganzes Gebiet, was hier noch auf einen wartet. Also, man kann das alles verfehlen. Man kann das Spiel einfach durchspielen oder man kann auch noch so eine coolen Geheimgebiete hier finden. Wo es sieht erst wirklich nach einem ganz unschuldigen kleinen Raum aus, den er einfach nur verpasst hat. Dann ist ja einfach nur eine ganze Kopplung von Gang. Ja, so kann es kommen, ne? Muss ein bisschen die Augen aufhalten. Da haben wir noch ein neues Kassettentape. Was haben wir denn hier? Du hast die Palette Grau freigeschaltet. Weiß nicht. Ja, okay, es ist grau. Würde ich mal sagen. Grau. Weiß, ich habe Traube noch nicht verwendet. Traube möchte ich mir noch ein bisschen aufbewahren. Traube mag ich zu sehr. Lila ist eine Farbe, die mir sehr gut gefällt. Genauso wie Grün. Das sind so beide so meine Farben. Jeder hat ja so seine eigenen Farben. Und jeder verbindet damit eigene Dinge. Und das ist eben halt so bei mir meine Farbe. Ach, stimmt, ja. Da muss ich jetzt wieder wechseln. Und einmal hier dann so lang. Ich sollte dabei auch nicht sterben, fällt mir gerade auf. Das ist gerade eigentlich relativ gefährlich, dass ich jetzt Safe-Punkte habe. Verdammt. Komm hier jetzt am besten weg, ohne dabei drauf zu gehen. Ich meine, ich habe das Kassettenmodul gefunden. Ich werde da auf jeden Fall neu starten können. So ist es nicht. Aber wäre schön, wenn ich mir das einfach mal sparen kann. Ja, was? Ja, es ist grau halt. Es ist grau. Es ist irgendwie so, als würde euch irgendwie langsam der Akku auf dem Gameboy ausgehen und irgendwie würde alles gedimmt werden und eigentlich passiert das mein Gameboy überhaupt nicht, der geht einfach aus. Also stelle ich mir das vor, es ist wirklich so, als würde bei dem Gerät, was auch immer ihr zum Spielen nutzt, irgendwie der Akku weggehen.
Also wächst sich einfach mal. Das ist ja. Ist ja jetzt nicht so. Kann ich schon fast lieber. Ihr wisst ja was, da kann ich schon fast Schwarz-Rot nochmal wieder verwenden. Schwarz-Rot hat ja auch nicht so viel Zeit bekommen, genauso wie Grün. Das sind auch noch so zwei Farben. Ja, einfach nochmal Rot. Ich grüße hiermit auch wieder Jaspiner. Ich hoffe, du magst Schwarz-Rot. Ist ganz geil. Es ist echt schön, hier so einen schwarz-roten Land zu kriegen. Wie schwarz-rot fühlt ihr euch heute? Ist das heute richtig schwarz-rot für euch, so vom Farbkontrast her? Fühlt ihr euch heute genauso wie dieses Bild? Ja? Seid ihr blutrünstige alte Monster? Seid ihr richtig edgy? Seid ihr richtig cool? Hä? Seid ihr richtig cool mit diesen zwei Farben, ja? Mein Gott. Jetzt sparen wir uns wieder. Alles ist so gut. So, wie viel haben wir? Ich will ja nochmal kurz gucken. Wir haben 12 und 9. Sehen immer noch 3 Upgrades. Das ist ein bisschen komisch, aber ich hoffe mal, das passt so. Na gut. Jetzt will ich nochmal gucken, ob ich jetzt da oben hin kann. Weil. Also da bei der Wand komme ich noch nicht hoch. Da hat sich nichts dran geändert. Das ist immer noch gleich geblieben. Aber ich kann jetzt rein theoretisch hier lang kommen. Das Einzige, was ich ja als Upgrade rausgestellt habe, war jetzt ein besserer Schuss. Aber der Wind ist jetzt hier weg. Und da kann ich hier lang gehen. Das passt ja auch ganz gut. Schöner Ort hier. Ja, ja. Aber ich kann nicht. Ich kann nicht mit Schwarz-Rot leben. Ich kann mit der Miau-Tricks besser leben. Also das macht mich schon ein bisschen glücklicher. Ist auch jetzt so ein Ort, wo man nur mit Katze durchgehen muss. Ah ja. Machen wir mal ganz schnell hier so. Was hängt da? Sieht irgendwie alles ein bisschen brüchig hier aus. Ein bisschen. Ja. Das ist das Erste, was mir ins Auge fällt. Es ist nicht die Kassette, sondern das da oben rechts. Erzähl mir nichts. Kiki hat ein Kassettenmodul erhalten. Du hast die Palette Sumpf-Matcha freigeschaltet. Wechsle in dein Menü und sie ausprobieren. Das ist ja wie grün in weiß. Kann ich auch nochmal gucken. Das ist ja wie grün in weiß, wollte ich sagen. Sumpf-Matcha. Ja, grün in weiß dann halt. Hallo. Ja, das sieht doch gut aus, ne? Ich würde mal sagen, da hat jemand den richtigen Riecher gehabt. Ich meine, es ist jetzt nicht so schwer. Also, brauche ich jetzt nicht so großes Ding rauszumachen. Aber es ist ein sehr interessanter Raum. Blüten? Ja. Was haben wir denn hier? Okay. Alles Gute, Anna. Miau. Okay. Wer ist Anna? Es ist die... Was? Ist das Ding dort? Warum ist da ein Ofen? Warum ist hier eine Kaffeetasse? Ich glaube, das ist... Ich glaube, das ist ein kompletter Entwickler-Insider. Ich glaube, das ist auch nicht dafür gedacht, dass er versteht. Also, was ich jetzt glaube, ist, da hat jemand eine Katze, die er grüßen lässt, weil da ist ja auch ein anderes Bild auch von einem älteren Herren. So sah es aus. Ihr guckt nochmal. Nee, wird nicht nochmal angezeigt. Okay. Aber kann ich jetzt auch herumpusten. Ja, okay, alles klar. Das An- und Ausmachen. Ich glaube, da war ein älterer Herr und der hat irgendwie anscheinend seine Katze Anna gegrüßt, die Geburtstag hatte an dem Tag. Und das ist der ganze Insider. So könnte ich mir das jetzt vorstellen. Aber naja, ist ja auch noch was für uns. Irgendwas außerhalb eines Insiders? Anscheinend nicht. Ist doch vollkommen okay. Ist auch ein Raum ohne Bedeutung, denke ich mal. Passt. Ja, cool. Habe ich den auch nochmal gefunden. Ist einfach nur so ein kleiner Raum ohne einen Zweck wahrscheinlich. Aber jetzt, wo ich weiß, dass diese komischen Hölzer, dass die immer so durchgehbar sind und die siehst halt kein anderes Mal, weiß ich, dass da jetzt immer irgendwelche geheime Räume dahinter versteckt sind. Vielleicht gibt es ja noch mehr. Bin mal gespannt. Aber den einen anderen Raum haben wir ja noch. Weil ihr das jetzt verstanden habt, da hat man mir gesagt, es gibt zwei Easter Eggs hier. Und ich habe jetzt ein Easter Egg gefunden. Ich könnte sein, dass das andere auch als Easter Egg durchgeht, was auch immer ich da finde. Ich weiß es noch nicht. Aber ich fand, das ist schon ziemlich frech hier, dass hier das hier versteckt ist. Und da könnte ich mir das schon gut vorstellen. Okay, das werden wir aber nicht in der Folge hier rausfinden. Das finden wir in der nächsten Folge raus. Von Gato Roboto. Und dann werden wir in das letzte Gebiet gehen. Es sieht ja momentan von unserem Setup her ganz gut aus. Wir haben ein Band, was uns noch fehlt. Wir haben ein Leben, was uns noch fehlt. Das Einzige, was mich ein bisschen beunruhigt, ist, dass mir irgendwie 3 Upgrades fehlen. Mal sehen, was da noch bei rumkommt. Ich kann mir vorstellen, dass ein, zwei Sachen einfach nur Questgegenstände sind, die man mit sich trägt. Dass wir gleich noch ein, zwei Upgrades kriegen. Mal gucken. Wir finden es heraus in der nächsten Folge. Ich sehe euch dann. Ciao, ciao.